Herzlich willkommen zu einer neuen freshen Folge von Minecraft PvP. Und ich spiele etwas, was ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Eine kleine Runde normale Survival Games. Ich bin ein Tiger. Okay. Ja, warum? Weil ich Lust drauf habe. Genau das ist die Erklärung, da sehe ich nirgends eine Kiste. Oh, das ist sehr doof. Dann gehen wir einfach da hinten raus. Und ich hoffe, dass ich in keine Spinnenwebe reinlaufen. Das wäre nämlich ein Horror. Okay, ein Kompass ist doch schon mal was. Da ist noch eine Kiste. Ein Essen, das ist doch schon mal was. Noch ein Essen, das ist doch auch schon mal was. Nach wie viel Kisten? Ja, 3 Kisten. Da ist noch eine Kiste, die möchte ich nicht, denn da ist ein anderer Spieler. Da ist aber eine Kiste, die hätte ich gerne. Die andere hätte ich auch gerne gehabt, aber die wurde mir ja verwehrt. So, da ist noch eine Kiste. So, erstmal hier sortieren. Wir können etwas essen, aber vielleicht möchte ich auch noch gar nichts essen. So. Denn jetzt habe ich eine leckere. Okay. Ich habe Äpfel und das genügt mir. So, da oben ist noch eine Kiste. Okay. Und mal ein paar Pfeile gehabt. Ich hoffe, hier kommt keiner hin. Sonst wäre ich gearscht. Habe ich wenigstens mal jeden Rüstungsslot bedeckt und kann mir ein Feuerzeug machen. Jetzt sollte ich in den Kampf gehen, aber ich hole mir da hinten noch die Kiste. So, jetzt brauche ich mir auch kein Feuerzeug zu machen. So. Und ich möchte mich diesmal nur vegan ernähren, also nur Äpfel, Karotten und Birnen. So. Komm her. Guten Tag. Dankeschön für die tollen Sachen. So, er hat einen Bogen. Was sehr schön ist. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das dann anders da lege. Ein Bogen. Ein Holzschwert ist immer besser. Das hält länger. Und du denkst jetzt, bin aus dem Kampf rausgekommen. Und du könntest mich leicht snacken. Du hast eh nur ein Feuerzeug, Junge. Das jetzt auch kaputt ist. Und du hast ein schönes Schwert, das mir gehören soll. So brauche ich alles nicht. Okay, warum habe ich 2 Flint und keine 2 Eisen? Dann hätte ich nämlich jetzt ein leckeres Eisenschwert. Okay, das brauche ich doch nicht. Ich dachte erst, oh cool, kann ich benutzen. Aber nein, brauche ich leider doch nicht. So, 2 Kills, 13 Kisten, brauche ich hinein. So, da vorne ist noch eine Kiste, da unten. Oh, die hätte ich fast übersehen. So, hier dann noch schön den Apfel rein. Wenn ich jetzt gewinnen würde, dann würde ich vor Freude hüpfen. Oh, ich hüpfe ja schon. Oh. Okay, mir geht's eigentlich recht gut. Solange kein Gegner kommt. Okay. Ich könnte es mit meinem Feuerzeug verknüpfen, aber das wird ja eh auf eine bestimmte Stufe runtergesetzt. Also bringt das, glaube ich, nicht sehr viel. Ist ein Brot vegan? Das ist jetzt die Frage, die uns alle beschäftigt. Ist ein Brot denn vegan? Oder zählt es nicht zu den veganen Speisen? So, dann würde ich sagen, gehe ich auf Jagd. Ich habe ja 14 Pfeile und einen Bogen und weiß, wo der nächste Spieler ungefähr sein könnte. Okay, da ist keine Kiste drunter. Aber da ist noch eine Kiste im Berg. Oh, das ändert jetzt meine ganze Situation nochmal um einiges. So, und das auch nochmal. So, einen schönen Apfel rein. Oh ja, lecker.
Okay, da ist nichts. Da ist der Spieler, der ist unten in der Höhle. Das ist etwas doof für mich, denn jetzt kam ich gerade aus der Höhle und jetzt muss ich gleich wieder rein. Also ich bin echt so ein Höhlenkind. Oh Gott. Den müsste ich anzünden. Aua. Okay, der ist gut. Damit hätte ich nicht gerechnet. Der hat aber bestimmt auch nicht mehr sehr viel Leben. Obwohl der noch mehr haben dürfte als ich. Den müsste ich echt anzünden. So, komm. Du bist gut mit dem Bogen. Das habe ich jetzt verstanden. Okay, er brennt. Das war mein Ziel. Okay. Jetzt muss ich was essen. Jetzt habe ich meine ganzen Pfeile verschossen. Ich habe keine mehr. Hust, hust. Okay. Bleib stehen. Komm, du darfst nicht mehr. Du dürfst nicht mehr. So viel Leben haben. Okay. Ich habe aber zum Glück noch eins. Ist das ein Kampf? Ich mag so Kämpfe überhaupt nicht. Und der hat auch noch eins. Oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So. Warum geht das nicht? Okay. Komm mit. Da ist er. Ich glaube, das würde ich gewinnen, weil ich einfach besser ihn curven kann. Ja, ich weiß auch nicht genau, was curven heißt, aber komm, du hast doch nichts mehr. Okay, das war, der hat auch gut gesessen. Jetzt muss er mich nur anzünden, dann ist meine ganze Motivation wieder weg. Oh, das war's schon. Okay. Hätte ich nicht erwartet, dass der so wenig Leben hat. Aber er hat scheinbar nicht gut gereckt. So. Dann jetzt noch eine schöne Dings rein. Und dann geht's auch schon zum nächsten. Herzlich willkommen zu... Ich bin der Biolehrer. Xi, was könnte das wohl sein? Na, Kinder, seht ihr einen Hinweis? Ein Hinweis, ein Hinweis! Ja. Es ist eine Kartoffel. Kinder, wir haben gerade Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Denn wir sind ganz schön schlau. Oder ab ins Deathmatch. Cool. Kämpft ihr da vorne? Oder hast du da vorne gekämpft? Dann hole ich mir dich. Okay, du bist auf dem Weg in die Mitte. Weißt du denn, dass ich hinter dir bin? Ich hoffe nicht. Okay, er weiß es nicht. Ah. Shit. Warum habe ich den nicht klein bekommen? Okay, ich habe kein Leben mehr.
So. Oh Gott. Jetzt schnell weg. So, zack. So, ich habe schön abgestaubt, aber ich habe... So, erstmal schön voll heilen. Dann drauf. So, jetzt hast du... Oh Gott, das ist so ein Stress. Komm, du kriegst mich nicht down. Okay, er brennt, er brennt. Komm, jetzt aber. Oh. Schade, schade. So ein Match hatte ich auch noch nie. Aber ich hatte zeitweise nur ein halbes Herz. Also das hat er echt gut gemacht. Mit seinem Wegrennen und... Was, Teamer? Wir sahen keine Teamer. Komm schon. Schau meine Folge, dann weißt du, dass wir keine Teamer waren. Ich weiß, so Folgen, das war echt spannend. Das war zwar jetzt nicht wirklich das geilste Ende überhaupt, aber es war spannend bis zum geht nicht mehr. Okay, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ich sag dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Und ich winke euch. Hallo. Tschüss. Oh Gott. Tschüss.